Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Aber was ist gut und was ist böse? Ich habe in der letzten Konfirmandenstunde einige meiner Konfirmandinnen und Konfirmanden befragt. Sag mal, was ist für dich böse? Krieg. Was ist für dich böse? Mord und Gewalt. Verrat. Volksverhetzung und Gewalt. Leute, die Drogen produzieren oder damit dealen. Sexismus. Rassismus. Es gibt kein Gut oder Böse, es gibt immer nur eine gewisse Mischung aus beidem. Was ist das Gute für euch? Wenn etwas Böses passiert, nicht wegsehen. Liebe. Liebe. Zusammenhalt. Zivilcourage. Freundschaft. Respektvoller Umgang. Frieden. Alles klar? Gut und Böse. So leicht zu unterscheiden. Gut ist alles, von dem man sich wünscht, dass man es selber erfährt. Hilfe bekommen, geliebt werden, Freundschaft erfahren, mit anderen in Frieden leben. Und böse ist alles, auf das man selber gerne verzichtet. Gewalt erfahren, betrogen werden, verraten, bestohlen werden. Wenn wir aber so genau wissen, was gut und was böse ist, warum passiert dann so viel Böses in der Welt? Natürlich kann ich sagen, Böse, das sind immer die anderen, die, die gegen Gesetze verstoßen. Aber ganz so einfach ist es nicht. Die jüdische Philosophin Hannah Arendt hat einen Begriff von der Banalität des Bösen geprägt. Anfang der 60er Jahre reiste sie als Gerichtsreporterin nach Jerusalem, um über den Prozess gegen den einstigen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann zu berichten. Adolf Eichmann war mitverantwortlich für die Deportation und die Ermordung von Juden im Vernichtungslager Auschwitz und Auschwitz-Birkenau. Sie rechnete damit, dem Teufel zu begegnen. Doch beim Anblick des Angeklagten sah sie, dass er weder ein Sadist noch ein antisemitischer Überzeugungstäter war, sondern eher ein Schreibtischtäter. Das eigentliche Beunruhigende bestand für sie in der Normalität, in der gewissenhaften Gewissenlosigkeit, mit der er alles ausgeführt hatte, was man ihm auftrug. Banal, sagte sie, ist das Böse gerade dann, wenn es keinen Ursprung im verbrecherischen Denken hat, sondern aus Gedanken und Verantwortungslosigkeit geschieht. Wie kommt das Böse in die Welt? Die Bibel versucht mit der Geschichte vom Sündenfall zu erklären, wie das Böse in die Welt kommt. Gott hat die Welt gut geschaffen, doch die Schlange verführt die Menschen. Das ist ein Bild, das die Frage jedoch letztendlich nicht beantwortet, wie kommt das Böse in die Welt? Denn woher kommt die Schlange? Wird sie von Gott geschickt? Eine andere Erklärung ist, dass der Mensch frei ist und seine Freiheit missbrauchen kann. Wieder eine andere, dass der Mensch es nicht aushalten konnte, nicht wie Gott zu sein. Es ist für ihn eine narzisstische Kränkung, nicht selber Gott zu sein und Macht zu haben, allmächtig zu sein. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel steht für diese Erklärung. Das Böse kommt in die Welt, weil der Mensch sich als Gott aufspielt. Woher kommt das Böse? Hat die Psychologie Erklärungen dafür? Ich habe Hans-Jürgen Barthe, einen in Lüneburg tätigen Diplompsychologen, danach gefragt, was es mit Gut und Böse und dem Menschsein auf sich hat. Was das Böse ist, ob es das überhaupt gibt und wie es gegebenenfalls zu bewerten ist, beschäftigt die Psychologen, seitdem es Psychologie gibt. Besonders erbittert wurde immer wieder die Frage diskutiert, ob das Böse angeboren oder erworben ist. Der Ethologe Konrad Lorenz ging davon aus, dass Aggression ein natürlicher, angeborener Trieb sei und betitelte deshalb sein 1963 geschriebenes Buch »Das sogenannte Böse« und bezog sich dabei auch auf die Triebtheorie von Sigmund Freud. Der Psychotherapeut Josef Ratner widersprach dieser These und hielt Aggression und das Böse für ein erworbenes, durch gesellschaftliche Verhältnisse quasi falsch erlerntes Verhalten, wie auch der Philosoph Arno Plack, der sein 1967 veröffentlichtes Buch folgerichtig »Die Gesellschaft und das Böse« nannte. Wenn sich Psychologen mit dem Bösen beschäftigen, zum Beispiel als Gutachter bei Gericht, so unternehmen sie den Versuch, das Entstehen des Bösen zu erklären, was nicht bedeutet, dass sie es damit rechtfertigen oder entschuldigen. Sie müssen dann leider manchmal feststellen, dass es Menschen gibt, die so schwer persönlichkeitsgestört sind, ganz gleich, ob das angeboren oder erworben ist,
dass sie sich skrupellos böse verhalten. Solche Menschen zu therapieren ist sehr schwierig, manchmal sogar unmöglich. Manchmal ist es aber auch erschütternd und bewegend zu sehen, wie ein Mensch durch seine Lebensgeschichte, durch Erfahrung von Willkür, Gewalt und Ungerechtigkeit, selber willkürlich, gewalttätig und ungerecht wird, sich aber in einem langen und über weite Teile schmerzhaften therapeutischen Prozess der Bearbeitung dieser Erfahrung und der Trauer darüber stellt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, sagt der Apostel Paulus. Das Christentum verkündet nicht das Ende des Bösen, sondern seine Überwindung. Paulus weiß, Gutes und Böses sind schwer zu unterscheiden. Sie gehören zum Menschsein dazu. Sie sind wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das macht es ja auch besonders schwer, das Böse mit Gutem zu überwinden. Und darum bittet er, ist's möglich, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit allen Menschen. Da klingt ganz deutlich durch, dass es nicht einfach ist, Gutes zu tun. Aber wir haben in Wahrheit doch gar keine bessere Alternative. Wo kämen wir sonst hin, im großen wie im kleinen Umfeld von Familie, Nachbarschaft, Betrieb und Schule oder auch im großen Umfeld von Nationen? Manchmal, sicher, da wünscht man sich jemanden, der einfach kommt und draufschlägt und das Böse besiegt. Aber auch das ist selten gut ausgegangen. Ganz gewiss führt uns Gewalt in eine Endlosschleife von Unversöhnlichkeit im Kleinen und in eine Spirale von tödlicher Gewalt und Leid und immer neuer Gewalt im Großen. Wir werden Hass, Gewalt und das Böse niemals aus der Welt bekommen. Und doch gibt es keinen besseren Weg, als immer wieder und wieder es selber zu versuchen und so viel an uns liegt, das Böse mit Gutem zu überwinden. Das ist die Haltung des Apostel Paulus und das ist auch im Sinne Jesu Christi. Er hat Liebe und Vergebung gelebt. Er hat versucht, in den Menschen das Gute zu wecken, hat ihnen Hoffnung gemacht und ihnen gezeigt, dass es geht. Sie können mit sich und mit den anderen im Frieden leben. Das Böse mit Gutem zu überwinden, findet sich auch in diesen Geschichten. Deshalb werden sie so gerne gelesen, weil sich letztendlich viele Menschen danach sehnen. Harry Potter und seine Freunde müssen immer wieder gegen das Böse kämpfen. Manchmal zweifelt Harry an sich, spürt das Böse auch in sich, spürt diese innere Zerrissenheit. Und so manches Mal wird die Freundschaft auf eine ganz schön harte Probe gestellt. Aber das gemeinsame Ziel, die Freundschaft, die Liebe, helfen ihnen dabei, immer weiter zu kämpfen. Und auch die Opferbereitschaft und die Umkehr und die Reue vieler Mitstreiter helfen dabei, das Böse zu überwinden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dieser Satz des Paulus ist kein moralischer Imperativ, sondern es ist eine Zusage, eine Ermutigung für jeden, so wie sie in vielen biblischen Geschichten auch erzählt wird. Trotz aller Licht- und Schattenseiten, die jeder in sich trägt, hat jeder auch die Fähigkeit, das Böse durch Gutes zu überwinden, über seinen eigenen Schatten zu springen und das Gute zu tun. Das ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich, sich dafür einzusetzen. Gutes und Böses ist immer da, wie Licht und Schatten. Wenn es uns tatsächlich gelingt, über unseren Schatten zu springen, dann gibt es nur noch Gutes in der Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und durch dich Frieden. Amen.